Hi, ich bin Marco Müller-Stassig und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute wird es richtig laut, denn wir beschäftigen uns mit dem Double Stroke Bass Drum Lick. Wie der Name schon sagt, basiert dieses Lick, was ich euch heute zeigen möchte, auf Double Strokes. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Dazu gibt es schon ein Video, schau dir das gerne an. Wenn wir jetzt nun die Double Bass mit einbeziehen wollen, dann muss ich also Schläge dieses Stickings rechts, rechts, links, links ersetzen. Und zwar ersetze ich dieses mittlere Pärchen, also rechts, links ersetze ich durch die Füße. Auch rechter Fuß, linker Fuß. Dadurch ergibt sich folgendes Sticking: rechte Hand, rechter Fuß, linke Hand. Das klingt nur auf der Snare Drum und der Bass Drum gespielt so. Nochmal. Rechte Hand, rechter Fuß, linke Hand. Wie übe ich das? Wie kann ich das so üben, dass es bei mir wieder im Unterbewusstsein abläuft, quasi autark abgespult werden kann? Ich nehme dazu mal wieder meine Seite 38 von der Syncopation Schule heraus und instrumentiere das. Und zwar spiele ich immer das gleiche Sticking. Rechte Hand, rechter Fuß, linke Hand. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und instrumentiere das. Und zwar instrumentiere ich das so, dass ich die linke Hand immer auf das Hängetom nehme. Das klingt erstmal so. Bin ich an die Hi-Hat gekommen. Und jetzt muss ich wieder zwei Möglichkeiten schaffen, damit ich meinen Code anwenden kann. Ja? Einsen und Nullen. Die 1 ist das, was wir gerade gehört haben. Die Snare Drum ist die rechte Hand. Ich habe gesagt, dieses Lick wird immer geführt von der rechten Hand. Das heißt, die 1 bedeutet, ich spiele die Snare Drum, die rechte Hand auf der Snare Drum. Eine Null muss ich jetzt schaffen, erzeugen. Und eine Null mache ich, dass ich die rechte Hand nicht mehr auf der Snare Drum spiele, sondern auf einem Floor Tom. Ja? Das heißt, ich wechsle, wenn ich diese Übung Seite 38 spiele, zwischen der Snare Drum und dem Floor Tom. Jedes Achtel, was ich zähle, ist einmal dieses Lick: rechts, rechter Fuß, linke Hand. Und der Code funktioniert folgendermaßen. Ich erkläre das nochmal. Habe ich eine Note zu spielen, dann habe ich eine 1, also die Hand, rechte Hand auf der Snare. Habe ich keine Note zu spielen, wie zum Beispiel im ersten Takt der ersten Reihe, dann spiele ich eine 0 in meinem dualen System, also die rechte Hand auf dem Floor Tom. Wenn ich das jetzt mal zusammenfassend vorstelle, jetzt stellvertretend für die ganze Seite spiele ich mal nur die ersten vier Takte vor, dann klingt das langsam so. Achte auf die rechte Hand, ja, die wechselt zwischen Snare und Floor Tom. Und wenn du hinhörst, müsstest du die Snare Drum isolierend quasi die Melodie der ersten vier Takte hören. Wir hören uns das mal an. Jawohl. Also, ich switche mit der rechten Hand zwischen den Snare und Tom. Die nächste Übung, der nächste Step wäre jetzt, dass ich das quasi umkehre. Ich beginne mit dem letzten Schlag, also mit dem linken Schlag, ja,
linker Schlag, dann kommt der rechte Schlag, dann die beiden Füße. Also linke Hand, rechter Fuß, linker Fuß und ich switche zwischen Snare Drum und Hängetom. Das klingt dann so. Das nächste wäre, dass ich dann die rechte Hand, also quasi immer meinen Startpunkt dieses Licks, nicht mehr uminstrumentiere, sondern umrhythmisiere. Also ich kann ja dieses Lick entweder auseinanderziehen rhythmisch oder komprimieren. Ich wechsle hier zwischen Achteltriolen und Achtelnoten. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Und zwar nach jeder rechten Hand fließt ja quasi dieses Lick ab. Also rechts, rechter Fuß, linke Hand. Jedes Mal ist das so. Und wenn ich das jetzt uminstrumentiere, sodass ich quasi erstmal im Pattern Achtelnoten als Startpunkt habe, dann sind die Noten recht weit auseinander, verhältnismäßig. Wenn ich jetzt Achteltriolen habe, dann drückt das alles, dieses Lick ein bisschen zusammen. Ja? Ich spiele jetzt erstmal nur die rechte Hand und wechsle zwischen Achteln und Achteltriolen. Das klingt dann so. Jetzt lasse ich nach jedem dieser Schläge einmal dieses Lick ablaufen. Das klingt so. Jetzt kann ich das noch uminstrumentieren, indem ich nicht nur auf der Snare Drum bleibe mit der rechten Hand. Das ist für mich erstmal leichter, damit ich das übe, damit ich eine gute Response bekomme für den Rhythmus, den die rechte Hand spielt. Jetzt kann ich aber auch die rechte Hand natürlich uminstrumentieren. Ich kann auf die tiefen Toms zum Beispiel gehen. Das klingt dann so. Achtel, dann Triolen, dann wieder Achtel. Klingt so. Wie übe ich das jetzt? Ich nutze wieder den Code, also die Seite 38, Ted Reed Syncopation. Und jedes Mal, wenn ich eine 1 habe, spiele ich mit der rechten Hand eine Triole. Habe ich eine 0, wie im ersten Takt auf der 2 und, ich glaube, ich wiederhole mich mittlerweile ein bisschen, dann spiele ich Achtel. Das klingt dann entsprechend für die ersten paar Takte dieser Seite so, wenn ich mit der rechten Hand auf der Snare Drum bleibe. Das mache ich jetzt, um das ein bisschen veranschaulichender darzustellen. Okay? Okay, die Frage drängt sich auf, warum übt man das überhaupt? Das übe ich deswegen, damit ich mich in die Lage versetze, dieses Lick in jedem rhythmischen Kontext abzuspulen. Ja? Das instrumentiere ich dann wieder um. Ja? Das heißt, ich bleibe mit der rechten Hand nicht auf der Snare Drum, sondern ich gehe wieder auf die Toms, klingt dann so. Klingt ziemlich abgefahren.
Damit kann man unfassbar viel Rauch machen und eigentlich spielen wir immer nur das Gleiche. Jetzt kann ich das ja natürlich auch in einen Groove einbinden. Und zwar möchte ich das so machen, dass ich dieses Lick ablaufen lasse, beginnend mit punktierten Achteln. Das bedeutet, quasi spiele ich oder rufe dieses Lick ab über eine 3 über 4 Idee. Ja? Also ich zeige das erstmal, indem ich nur die rechte Hand spiele, ja? Und danach füge ich dieses Lick ein. Okay, es geht los mit einem Groove. Das waren jetzt quasi die Startpunkte. Okay, jetzt fügen wir nach jedem dieser Startpunkte das Lick ein. So kann man dieses Lick sehr gut verwenden. Man kann es sehr schnell üben, man kann es langsam üben, man kann es uminstrumentieren, man kann es komprimieren, man kann es auseinanderdehnen. Sollte dir hier mein kleines Technikvideo zum Thema Lick Playing mit Double Bass gefallen haben, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Anregungen und Kommentare bitte unten reinschreiben oder du schreibst mir einfach eine Mail. Würde mich noch mehr freuen und ich freue mich vor allen Dingen aufs nächste Mal.